Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir handeln. Hat der Händler gerade Plätze angemacht? Egal. Wir handeln. Sei gegrüßt. Ist auch niemand Neues, wie man sieht. Ich würde mir gerne. Hat auch quasi keine Kohle und es ist, glaube ich, auch alles, was wir ihm verkauft haben. Sehr schön. Und die Wasserflasche nehmen wir mit, die kostet eh nichts. Er hat leider auch kein Vitriol. Oh, Moment, er hat eine. Aber nur eine kleine Igni. Ich glaube, da haben wir genügend. Nein, wir haben gar keine Igni mehr. Okay, dann nehmen wir die mit. Und verkaufen die Stiefel. Das. 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 Das kann er sich nicht mehr leisten. Aber wir sind zumindest denn schon mal einiges an Gewicht losgeworden. Was hat er denn noch? 132. Das geht wahrscheinlich noch. Ne, das kostet auch schon 138. 84. Oh, 84. Kaufen einfach irgendwas anderes, dass wir halt 84 haben. 690. Krass, vielleicht sollte ich in Zukunft einfach die ganzen Materialien kaufen. Dann kann ich den Rest nämlich wieder verkaufen. Können wir auch das verkaufen? Das wiegt immerhin fast 6 Kilo. 147, 100. 101 ist das nur wert? Das ist ein Relikt Winterklinge. Ach, die haben wir doch sogar geschenkt bekommen vom König hier oder von dem krassen Haus da auf Skellige. Oh, das können wir eigentlich nicht verkaufen. Ist eigentlich auch schade, dass das. Dass das nicht mehr genutzt wird, weil es einfach zu schwach ist. Okay, dann lassen wir das so. Weiter geht's. Leb wohl. Ich schau mal hier, aber ich glaube, hier gibt es auch nichts weiter. Da können wir eigentlich direkt weitergehen. Du bist zwar grimmig, aber in deinen Augen sehe ich Anstand. Und das ist die Nachkommen von diesem berühmten Gründer. Egal, wir gehen weiter. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Fragezeichen, das sich dann hier befindet. Einfach den Weg weitergehen und fertig aus, Nikolaus. Wir sind auch gleich da, sehe ich gerade. Brauchen wir gar nicht großartig was anderes machen und auf Plätze aufsteigen. Lass mich raten, es sind Raubräder. Nein, es sind Neckar. Vielleicht ein. Vielleicht ein Monsternest. Ah, einer weniger. Noch einer weniger. Nee, die haben lustigen Masken. Monsternest, ich wusste es. So, dann greifen wir erstmal den an. Wenn wir schon das Glück haben, dass die so verstreut sind. Einer ist es noch. Da oben. Zeig mir, was du zu bieten hast. Eingefroren! Und jetzt legen wir eine Bombe rein. Das war's. Die Neckar, das ging schnell. Auf. Sie graben sich raus. Und sogar eine Art, also fast schon verstecktes. Oh, krass. Er müsste jetzt sterben, oder? Nee, schade. Da haben wir noch schnell. Das Weite gesucht, bevor da die Bombe explodiert. Vielleicht hat er gemerkt, dass da was reingefallen ist. Hat ihn aber überhaupt nichts gebracht, weil es wird er trotzdem von mir platt gemacht. Aber er lebt ein paar Sekunden länger. Ja. Ja, fast schon. Oh, wir sind aufgestiegen. Fast schon ein verstecktes Monsternest, weil, wie man sieht. Wie man sieht, ist das eine Art kleine Höhle. War wirklich nur klein. Ich muss es trotzdem mal genauer angucken. Geht's doch weiter, da geht's doch weiter, ich sehe das doch, aber da kommen wir nicht rein. Aber vielleicht kommt da weiterhin Neckar raus, keine Ahnung. Sind wir jetzt nicht aufgestiegen gewesen? Hä? Ach nee, das war glaube ich nur die Anzeige, dass wir das Quest abgeschlossen haben. Ich bin auch dumm. Wir sind nicht aufgestiegen. Aber ich hätte echt gedacht, dass hier wieder so eine
so eine Runde an Raubritterlagern ist, weil die sind ja meistens so ein bisschen auf dem Haufen, haben ja immer irgendwelche merkwürdigen Aufträge. Aber das war dann jetzt hier nicht so. Mal gucken, dann ist das jetzt vielleicht auch kein Raubritterlager. Vielleicht nochmal ein Monsternest. Person in Not. Oh, wilder Hopfen, da können wir selber Bier brauen. Ich sehe leider gar nichts. Ah, es könnten wieder Raubritter sein. Zumindest ist da ein Haus. Das sind meistens dann keine Monster. Ja, das sind wieder Raubritter, oder? Wir nähern uns mal von der Straße aus. Ich glaube, da ist schon eine Leiche. Hier liegt... Was ist das? Ach, das ist ein Bär. Wahrscheinlich bewachter Schatz, oder? Oh, ich bringe Bären echt nicht gerne um. Ich glaube, der pennt auch gerade. Tut mir leid. Ja, das ist ein bewachter Schatz. Oh. Das ist einfach nur ein Tier, ne? Also, das ist echt ein großer Bär. Das ist einfach nur ein wildlebendes Tier und... Das ärgert mich immer ein bisschen, wenn ich einen Bär umbringen muss. Irgendwie bei Wölfen ist es irgendwie nicht so krass. Ich glaube, Bären wirken halt einfach anmutiger, weil sie halt ein großes Tier sind. Und bei Wölfen, das sind dann halt viele kleine. Aber ja, Tiere bringe ich nicht so gerne um wie Monster. Es tut mir echt leid, lieber Bär. Aber er scheint hier hängt ein Bärenfell. Das heißt, der hat sich wohl gerecht. Er hat seine Familie gerecht. Und das war dann wahrscheinlich ein Jäger. Ist das vielleicht der Jäger, über den die geredet haben? Also was wir da gelesen haben in dem Brief, kann das sein? Das war der bewachte Schatz? Oh mein Gott, das war ja gar nichts. Assassinhose, Relikt. Schlechter. Wie wär's denn mal, wenn wir dieses verdammte Vitriol, dieses verdammte Vitriol finden? Weil das brauchen wir zweimal. Ich weiß nicht, wie ob das vorkommt. Ich weiß auch nicht, wo wir es herbekommen, verdammt. Es scheint ja wirklich nicht oft... Irgendwo ist ja ganz viel, wie man sieht. Es sind ganz viele Laute. Das scheint ja wirklich selten zu sein, sonst hätten wir es ja. Wir haben halt wirklich noch nie Schwalbe verbessert. Noch kein einziges Mal Schwalbe verbessert. Das ist eigentlich totaler Standard-Trank. Muss man sich mal überlegen. Schauen wir mal noch da hoch. Ich dachte, da ist auch noch was. Frage mich echt, das ist der Jäger. Aber Moment mal, was war denn das hier für eine Jägerhütte? Die Hügel von Buchholz sind seit langem für ihre Vielfalt an dort lebenden Wildtieren berühmt. Aus diesem Grund ließ der Besitzer des nahegelegenen Gehöfts der Sarrazins dort einst eine Hütte bauen, um für täglich Nachschub an neuem Jagdwild zu sorgen. Aha. Das ist dann wohl hier ein Hofstand, um die Tiere zu beobachten. Und man kann auch hier oben schlafen, wie es aussieht. Und hier sind auch Waffen gelagert. Wer macht sich denn die Mühe, bitteschön? Wer macht sich denn die Mühe und schleppt hier solche schweren Waffen hoch? Die ja auch ungeschützt dann hier oben anfangen zu rosten, wenn sie vom Regen quasi befallen werden. Also das ist schon merkwürdig. Auch das hier, wer schleppte das alles hier hoch? Und anscheinend wird hier oben nur gesoffen. Das ist der, wie sagt man, Saufausblick. So, es war jetzt immer was anderes. Jetzt gehen wir aber erstmal... Na, brauchen wir eigentlich nicht markieren, das können wir auch so machen. Gehen wir erstmal ein bisschen Jade... jagen, würde ich fast sagen. Ein bisschen Jade abbauen. Ich bin gespannt, wie jetzt dieser Steinbruch aussieht. Wir brauchten ja eine Spitzhacke, also wird nicht einfach so rumliegen. Aha. Irgendwo hier am Felsen wahrscheinlich. Das ist aber schon sehr... Wie sagt man? Ich trinke erstmal einen Schluck. Sieht fast aus wie die Konturen eines Gesichts. Das ist schon sehr... Wie sagt man? Wie sagt man denn? Krasser Zufall, dass einfach mal so ein Brocken hier rumliegt, wo Jade drin ist. Das Vorkommen ist zu klein. Ich muss ein anderes finden. Ach so? Ich dachte halt einfach, der braucht mehrere Jade und macht jetzt überall hier ein bisschen rum. Das ist ja interessant. Ist halt auch noch ein zu kleines Vorkommen. Toll. So, und dann ist hier direkt beim nächsten Jadepunkt ist dann quasi das Fragezeichen. Sehr gut. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Ach, krass. Man kann individuelle Markierungen setzen. Schön, dass ich das jetzt erst rausfinde. Und ich glaube, es gab zumindest einmal einen Punkt bei Witcher 3, wo ich gesagt habe, es wäre geil, wenn man sich individuelle Spielermarkierungen setzen kann.
Aber ich glaube, ich wollte da was aufschreiben. Also, es ging, glaube ich, um irgendwie ein Monster oder sowas, wo ich nochmal hingehen wollte und aufschreiben wollte, was für ein Monster das ist. Das geht ja nicht, dass man es aufschreiben kann, wie es aussieht, aber es gibt individuelle Markierungen. Geil, dass ich das nach über 152 Stunden des Hauptspiels jetzt rausgefunden habe. Versteckter Schatz. Ist aber irgendwie tiefer, wie es aussieht. Da muss es irgendwo einen Eingang. Ah, wir werden also jetzt unterirdisch nach Jade suchen und da ist auch direkt ein versteckter Schatz. Das ist natürlich günstig. Können wir wieder zwei Sachen miteinander verbinden? Ich komme! Hat auch keinen Bock, wieder schnell zu laufen. Vielleicht brauchen wir dann auch wieder Katze. Ist auch nicht ausgewählt. Nehmen wir statt dem weißen Honig. Oh, und ein Quest ist es auch noch. Verbogener Schlüssel und vergilbter Brief. Kamerad, wenn du diesen Brief liest, dann bist du ein freier Mann. Ich wusste, dass dich Dragenburg nicht brechen konnte. Tut mir aufrichtig leid, dass du es warst, an dem sie damals herumgefummelt haben. Das Schicksal kann einem manchmal übel mitspielen, nicht wahr? Aber jetzt bist du ein gemachter Mann. Ich habe deinen Teil der Beute in der Höhle versteckt, in der sie uns nicht spielen lassen wollten, als wir noch Kinder waren. Damals tummelten sich dort riesige Spinnen, von denen jetzt nichts mehr zu sehen ist. Die Jäger behaupten, sie hätten sich woanders hin verzogen. Hier gäbe es nicht genug zu essen, deswegen würden sie schnell nicht wiederkommen. Ist also ein sicheres und ideales Beuteversteck, denn die schlechten Erinnerungen daran sorgen dafür, dass alle anderen darum einen großen Bogen machen. Die Truhe ist im zweiten Abschnitt der Höhle vergraben. Schnapp sie dir, dann bist du ein reicher Mann und kannst bis an dein Lebensende trinken und rumhuren. Wir sehen uns, du weißt schon wo, dann werden wir in Wein baden und im Luxus leben. Ade. Tja, leider ist er gestorben. Das wurde wohl nichts. Ich glaube, das Quest brauchen wir nicht verfolgen, sonst ist dann bloß wieder das andere nicht mehr ausgewählt. Wir werden die Truhe, denke ich, auch so finden, aber ich muss jetzt leider Katze nehmen. Oh. Ja, es sind echt nicht viele Spinnen, es geht. Wisst ihr was, ich werde nochmal meine Bomben auffüllen. Wie, das kann ich jetzt nicht machen. Gehen wir halt nochmal raus. Ich würde gerne die Bomben, weil es ist der perfekte... Ja, es ist eklig, es tut weh in den Augen, es tut mir leid. Einfach die perfekte Situation, um da eine Bombe hinzuschmeißen. Und ich glaube, die stehen auch nicht so sehr auf... Die stehen, glaube ich, auch nicht so sehr auf Feuer, deswegen passt das direkt. Was machen die jetzt hier? Mann! Ist ein bisschen zeitig. Weil jetzt kommen nämlich alle anderen auch direkt. Aber ist nicht so schlimm, wenn die Einzelnen kommen. Ach ja, ich habe vergessen, dass die diese Scheiße spucken. Ja, wir machen erstmal ganz gut Schaden. Wo hat er die denn hingeworfen? Das klappt richtig gut hier mit den Bomben. Ich glaube, das hat geklappt, sehr gut. Während die brennen, machen wir die hier mal platt. Oder auch nicht, weil die anderen dann doch kommen. Also die rennen jetzt nicht ganz so krass behindert weg, das heißt, die sind ein bisschen leichter. Ja, aber in der Masse dann machen sie ganz gut Schaden. So. Die erste Horde ist geplättet. Was ist denn das hier für ein großer roter Punkt oben rechts? Muss ich das verstehen? Merkwürdig. Ah, Moment. Diamantenstaub, irgendwas, Manuskriptseite. Nehmen wir einfach alles mit. Ich weiß jetzt aber nicht so richtig, warum das rot markiert war, weil das hat er eigentlich gar nicht zu dem Quest gehört, oder? Mit der Truhe. Das wird ja wohl kaum der Freund gewesen sein, der die Truhe da versteckt hat. Ja, jetzt müssen wir ja noch nebenbei die Jade suchen, fällt mir gerade ein. Oh mein Gott. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt eine Zwischensequenz und es kommt ein fetter Gegner, aber ist einfach nur die Katze ausgegangen. Moment. Jade, dann wollen wir mal etwas davon abbauen. Sehr gut. Hier drin, also muss ja durchaus drin sein, wo die Spinnen sind. Es kann nicht draußen sein, was einfach ist.
Ah, dann haben wir das Quest jetzt auch erledigt. Ja, der ist bestimmt viel wert. Denke ich mal. Bring den Jadebrocken zum Ophirischen Runenschmied. Ja, aber erstmal müssen wir jetzt die Truhe hier noch holen. Und dann geht's erstmal zu dem mitternachtlichen Treffen mit unserem Freund, der irgendwie dafür gesorgt hat, dass das Schiff da versunken ist, wo wir dann rausgespielt wurden. So, jetzt wechseln wir mal auf Kartesche. Es wäre geil, wenn die mal noch ein bisschen mehr Schaden machen würde, weil... Ja, es hat fast gar nichts abgezogen, sehe ich gerade. Es hat sich richtig gelohnt. Oh Gott. Na, dann halt auf normale Art und Weise. Es wird aber ein langer Kampf, es sind echt viele Gegner. Aber wenigstens nur die kleinen. Kommt her, ja, Stück Dreck. Nee, das hier ist eine große, habe ich das Gefühl. Fuck, 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 fuck. Ach stimmt, ich kann nicht mehr hier hochklettern. Ach, ich wollte wieder hochklettern. Geht wieder dieses Ausweichen los. Oh, geil, das war ein geiler Tod. Der war geil. Das war mal geil. Der eine spuckt mich an und die anderen rennen auf mich drauf und machen mich platt. Trink mal erstmal noch einen Schluck Tee. Das ist eklig, weil es sind halt echt viele. Vielleicht sollte ich doch versuchen, die von oben so ein bisschen... Ich werde mal gucken, was ich abziehe, wenn ich die mit einem Bolzen anschieße. Aber ich glaube, das gibt fast nichts ab. Beziehungsweise nur so wenig, dass es sich einfach nicht lohnen wird. Da mit der Armbrust auf die einzuhacken. Wir sind halt einfach keine Fernkämpfer. Also selbst Igni geht nicht wirklich weit und macht halt auch wie irgendwie vergleichsweise wenig Schaden. Mal gucken, ob ich dann, wenn ich jetzt weiter im Level aufsteige, ich habe jetzt eigentlich alles Interessante mit dem Nahkampf, habe ich jetzt glaube ich alles aufgepumpt, werde ich wahrscheinlich jetzt mal gucken, ob ich irgendwie meinen Igni verstärke. Das Problem ist halt, dass wir dafür einen neuen, also dass wir einen von diesen Bonus-Slots, wo wir halt unsere Fertigkeiten reinpacken, wechseln müssen. Da muss ich mal gucken, was ich da rausnehme. Oder ob es überhaupt was Geiles gibt, um Igni zu verstärken. Ich habe aber bitte gespeichert, nachdem wir jetzt die Jade eingesammelt haben, ne? Ja. Ich glaube, ich kann jetzt drinnen wieder nicht meditieren. Doch, sehr gut. Dann können wir nämlich unsere... Was? Oh nein, die sind alle wieder da. Warum sagt mir das denn keiner? Toll. Naja, dann hebe ich mir jetzt aber meine Bomben auf jeden Fall für den anderen Kampf dann auf. Weil die hier sind einfacher. Die haben wir auch mehr Platz wegzulaufen. Ja, machen sie recht wenig. Einer weniger. Oh, weg, 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 weg! Ah, die sind dann echt intelligent und rennen halt wirklich schnell zu einem hin und greifen einen an. Das ist eklig. So wirklich dumm sind sie leider nicht. So. Jetzt haben wir das eigentlich ganz gut gelöst, würde ich sagen. Und haben uns halt vor allem diese überlegenen, tanzenden Sterne aufgehoben. Ich werde jetzt hier auch nochmal speichern, bevor es dann da reingeht. Ja, da hatten wir abgeholt. Naja. Ach, falsche Richtung. Ich Idiot. Noch eine. Ach nee, Quatsch, wir haben die hier platt gemacht. So, jetzt speichern wir hier nochmal. Oh, jetzt müssen wir die irgendwie anlocken. Schaffe ich das bis dahin zu schmeißen, die Bombe? Aber Moment mal, vielleicht nehmen wir, wenn wir... Ach, ich glaube, ich muss die jetzt werfen. Oh, es hat gut geklappt. Kommen die jetzt her? Komm nicht her! Ah, die läuft immer wieder rein. Das ist schön, weil dann brennt es nämlich. Feuer aus, machen wir es gleich nochmal. Sobald ich halt hier runtergehe und in den Kampf bin, komme ich nicht mehr hoch. Deswegen bleibe ich jetzt mal stehen und mach's vorsichtig. Ja, genau, renn da rein, verbrennen. Wir sehen halt leider nicht, wie viel Energie die noch haben. Das ist ein bisschen blöd.
Bleib aber genau da stehen. Ja, was? Was hat's denn da jetzt nicht gebrannt? Jetzt brennt's. Ah, ich hab. Hä, wo ist denn das bitte? Wo sind denn die Flammen? Ah, jetzt kommt sie näher, wie es aussieht. Na ja, gut, so, jetzt nehmen wir noch die Kartechel. Wobei Kartechel hat halt echt fast gar nichts abgezogen. Giftwolke, genau. Blendet Gegner, verlängert Wirkdauer, zerstört. Das war auch okay. Scheiße. Weiß ich nicht, ob das irgendwas gebracht hat. Zeig mir, was du zu bieten hast. Krass, ne? Wie wenig Energie das Gelenk gekostet hat. Aber es sind nur noch zwei. Ach, dann waren wahrscheinlich die Spinnen, die ich da oben platt gemacht habe, das waren wahrscheinlich die hier abgehangen haben, oder? Also anders kann ich mir nicht erklären, warum das nicht nur noch zwei sind. Komm schnell! Ja, jetzt haben wir nur noch eine, jetzt wird's einfacher. Aber die ist schon ziemlich aggressiv hier, also die dreht ein bisschen durch. Komm, 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 schön stun, nicht angreifen lassen, komm, komm, weiter Geralt, come on. Ja. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen gemein, weil wir sie ziemlich krass in die Ecke gedrängt haben, aber ist mir scheißegal, dadurch war der Kampf nicht so schwer. Muss ja irgendwo hier die Truhe sein. Hier. Krass, einfach nur Florian drinne. Und was hat er erzählt? Von wegen, du bist reich und kannst saufen und rumhuren. Mit 456 Florian kannst du gar nichts machen. Was ist denn das? Also krass, da hat er seinen Freund aber ganz schön verarscht. Aber gut, er ist auch gestorben, von daher egal. Ich glaube, mehr war er nicht. Können leider nicht abkürzen, wie es aussieht. Wir müssen den weiten Weg zurückgehen. The long way home. Ich glaube, es gab noch ein, zwei Fragezeichen, die wir erledigen mussten. Und dann würden wir uns endlich mal zum Mitternachtstreff einfinden. Verstehe nicht, warum man hier drin nicht sprinten kann. Was soll denn das? So, jetzt können wir wieder sprinten. Gucken wir mal auf die Karte. Oh, wir haben aber schon wieder relativ viel. Na gut, das heißt relativ viel eigentlich nicht, aber egal. Okay, ich würde eigentlich gerne das Fragezeichen noch mitnehmen und dann gehen wir zu Yantra. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Liken, kommentieren, abonnieren und so weiter. Daumen nach oben. Tschüss.